Hi auf YouTube, Jochen hier von schlagzeugvideocoach.de. In diesem Video geht es mal um Ghost Notes. Ich zeige ein paar Übungen, wie man das Thema Ghost Notes angehen kann, vertiefen kann. Und es soll mal, wie ich es nenne, auch um Extreme Ghost Noting gehen. Ganz wichtig vorab, was ich dann am Höhepunkt dieses Videos zeige, nämlich, wie es im Titelbild zu sehen ist, wie viele Ghost Notes kann man überhaupt spielen, wie klingt das? Das eine ist, Sachen rausfinden, üben, technische Grenzen ausloten. Die andere Sache ist die musikalische Anwendung. Oft wird das Thema unter Schlagzeugern und Schlagzeugerinnen so behandelt, als würde sich das gegenseitig ausschließen. Für mich tut es das nicht. Ich finde beides spannend. Das eine ist die technische Seite, die spieltechnische, kann ich das machen? Die andere ist die musikalische Entscheidung. Im besten Fall führen wir beides zusammen. Aber ich lerne auch immer was, wenn ich hier auf diesem Level versuche weiterzukommen und Sachen herauszufinden. Da ich mich sowieso immer viel mit Handtechnik beschäftige am Übungspad und den Übergängen zwischen verschiedenen Spieltechniken, unter anderem eben auch den Ghost Notes, den flachen Schlägen und Federschlägen, bietet sich das natürlich an und ich wollte wissen, wie sieht das in Grooves in der Anwendung aus? Auch wenn es später eher heftig und für Fortgeschrittene wird, hier mal kurz die Definition. Was sind überhaupt Ghost Notes? Also bei Ghost Notes reden wir von diesen flachen Snare-Schlägen, die zwischen dem Backbeat zur Verzierung aus Gründen des Feels im Groove einfach verwendet werden, um den Groove interessanter zu machen. Das birgt verschiedene spieltechnische Herausforderungen. Also wann muss ich mit dem Stick unten bleiben? Ich muss vorbereitend denken, wenn der nächste Schlag laut ist. Also das hier, die Spielenhöhlen organisieren. Ich habe darüber schon mal ein kleines Video gemacht. Das werde ich am Ende verlinken und auch in der Videobeschreibung. Jetzt aber mal ein kurzes Beispiel für ein paar Grooves mit Ghost Notes. Soweit so klar. Wir müssen aufpassen, oft spielen wir Ghost Notes nur unbewusst und dadurch vielleicht nicht genau an der richtigen Stelle, vielleicht auch nicht sauber, sondern eher gefedert. Das ist natürlich auch okay, aber ich muss mir bewusst darüber sein. Und damit wir gleich mal das Timing klären, könnte eine gute Übung sein, mal die einzelnen Positionen der sogenannten Subdivisions, also Notenwertunterteilungen, durchzugehen. Auf die Schnelle ein einfaches Beispiel. Ich spiele erst Achtelnoten hier als Unterteilung, dann Achteltriolen, dann Sechzehntel. Klar, wir hatten jetzt hier bei den Achteltriolen zum Beispiel Achtel und hier die Achteltriolen, also 2/3. Du musst das anpassen auf dein Level. Du kannst natürlich auch so spielen. Also auch hier kreativ sein, einfach mal die verschiedenen Notenwerte durchgehen. Ich mache noch ein Beispiel. Man muss natürlich nicht immer durchgehend die Notenwerte spielen. Man könnte auch mal von einem Notenwert alle Positionen durchgehen. Mega Übung für Ghost Notes. Wir haben wieder unseren durchgehenden Groove. Also 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Als Beispiel. Und ich gehe jetzt mal als Ghost Notes zusätzlich hier die einzelnen Sechzehntelpositionen durch. Das heißt, die erste wäre hier auf der Viertelposition. 1, 2, 3, 4. Das wären die Ghost Notes. Aber da ja auf 2 und 4 der laute Backbeat, der laute Snare-Schlag ist, würde hier die Ghost Note
natürlich wegfallen, weil die Position schon belegt ist. In allen anderen werden sie natürlich sichtbar. Auch hier wieder das Schöne, du passt den Level an, du kannst die Bassdrum einfacher machen, du kannst sie schwerer machen, du könntest die Hi-Hat-Figuren verändern. Sei kreativ, das mal ein paar Basic-Übungen für Ghost Notes. Und jetzt zum Titelthema, nämlich wie viele davon bringe ich in einem Groove unter und kann ich mit einer Hand spielen? Ich bin also erstmal damit gestartet, ich bleibe in der 16-Notenwert-Unterteilung, nehme die ersten drei auf der Zählzeit 1, also 1, E und diese drei 16 und schau mal, bis zu welchem Tempo kann ich das spielen und technisch umsetzen. Wir kommen also jetzt an den Punkt, wo ich, man sagt ja auch, die Schläge nicht mehr einzeln ausspielen kann. Also trotz Fingertechnik komme ich hier an eine Grenze und ich muss jetzt technisch noch eine Schippe drauflegen und ein bisschen umstellen auf mehr Nutzung des Rebounds, auf Federn, also kontrollierte Bounces, wo ich also hier eine bestimmte Anstoßenergie habe und dann versuche, diese Federschläge möglichst gleichmäßig hinzukriegen. Das ist natürlich nie perfekt möglich, weil die Energie wird ja weniger, je mehr Schläge ich hier produziere. Aber ich kann eben versuchen, den bestmöglich zu lenken. Erfordert sehr, sehr viel Feingefühl und ich arbeite daran, macht aber tierisch Spaß. Ich zeige es mal mit diesen drei Schlägen. Schwierig, das sauber zu spielen und bei sowas eine super Idee, auch einfach mal über eine längere Zeit einen Groove zu spielen. Also das heißt, wirklich mal 5 Minuten Metronom im gewünschten Tempo anstellen und nur diesen Groove spielen, bis man einfach eine gewisse Sicherheit kriegt, bis man die Bewegungen genau justiert hat und das Ganze anfängt gut zu klingen und sich gut anzufühlen. Und genau an diesem Punkt habe ich dann so überlegt, okay, was macht Sinn hier noch unterzubringen? Mir ist das jetzt vom Tempo her eigentlich schon zu hoch. Also ich wollte Grooves in einem langsameren Tempo spielen und habe dann überlegt, okay, welcher Notenwert passt dann vom Tempo her rein, dass ich diese Federschläge sauber spielen kann, dass ich diesen Effekt habe, dass hier so eine schnelle Abfolge von leisen Schlägen passiert im Groove und bin dann also relativ schnell auf die 6 Tolen gekommen, also auf 6 Schläge, 16-Triolen. Ich versuche jetzt einfach mal 6 Schläge auf der Zählzeit 2, also da, wo sowieso die laute Snare der Backbeat ist, unterzubringen. Bitte lass mir unbedingt ein Like da, wenn dir das Video gefällt, sonst verstimme ich dein Schlagzeug.
Du merkst also, es kann passieren, wenn man nur minimal zu viel Druck hat, wenn man nur minimal die Finger zu sehr dran hat, dass man einfach diese Rebounds, diese Federschläge abstoppt, dass man den natürlichen Spielfluss und die Bewegungen des Sticks hier unterbindet. Und genau darum geht es mir. Es geht mir nicht darum, dass man in jedem Groove sowas spielt, ganz klar. Aber man findet sehr viel über die Technik raus. Man muss wirklich in die Feinheiten und in die Details gehen. Es ist auch, wie du hier von der Seite hoffentlich sehen kannst, ein bisschen Armbewegung drin. Also so, dass ich einfach dem Stick hier auch den nötigen Druck geben kann. Und ich versuche ihn dann hier einfach so zu führen mit einer leichten nach unten Bewegung, dass er schön federt, so wie ich das haben will. Je nachdem, wie schnell und auch in welcher Lautstärke ich hier diese leisen Schläge spielen will, variiere ich auch ein bisschen mit der Technik und auch mit der Stockhaltung. Also das heißt, ich gehe vielleicht hier ein bisschen mehr mit den Fingern ran und vor allem ende ich hier diesen Punkt. Also eher von dieser Mittelhaltung, vielleicht sogar eher in diese. Und auch der Daumen verändert sich also von meiner eher normalen Haltung. Kann es sein, dass ich eben eher hier in diesem Bereich auf den Stick den Druck ausübe, weil ich das Gefühl habe, wenn ich dann auch mit dem Daumen weiter nach vorne gehe, dass ich anders reindrücken kann und ein bisschen mehr Rebound rauskriege und das ein bisschen verlängern kann hier. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen freier und versuche diese Schläge an verschiedenen Positionen, also nicht nur auf der Zeltseite 2, sondern auch mal auf einer Achtel Offbeat, also 2 und zum Beispiel zu spielen, auf der 1. Und natürlich ergeben sich dadurch verschiedene Kombinationen auch mit dem Backbeat, verschiedenste technische Sachen. Aber mir macht es tierisch Spaß und ich finde, es klingt ganz interessant. Hörst du mal an. Wow, das ist wieder so ein Ding, wo ich vor dem Aufnehmen dachte, das geht leichter. Schreib bitte mal in die Kommentare, was hältst du davon? Ist das Schwachsinn? Ist das Quatsch? Oder klingt das ganz gut und man kann es brauchen? Ich werde auf jeden Fall das weiter verfeinern und noch hier ganz genau in die Details gehen. Vielen Dank fürs Anschauen. Hier drüben das Video mit den 2 Spielhöhen. Alles Gute und bis zum nächsten Video.